In diesem Video geht es darum, wie ich aus einer Fensteröffnung eine Türöffnung mache. Wer dich das Thema also interessiert, bleibt dran, gleich geht's los. Also, aus einer Fensteröffnung eine Türöffnung machen. Und zwar geht es genau um dieses Loch in der Wand hier. Hier saß bis gerade eben noch ein Fenster drin. Das wurde jetzt hier schon mal rausgenommen und das Ziel ist jetzt folgendes, die Öffnung als Türöffnung zu vergrößern und zwar in der Breite und eben bis ganz unten, ist ja klar, sonst wäre es ja keine Türöffnung. Die Breite kommt hier auf 89 cm, werde ich das Öffnungsmaß herstellen und da kommt dann nachher im Anschluss, wird dort eine Holztürzarge eingesetzt mit dem Holztürblatt. Was wir jetzt hier noch haben, ist hier im unteren Bereich die verfließte Wand, die mich jetzt aber für meine Arbeiten nicht weiter stören soll. Ich habe mir das jetzt schon mal als erstes angezeichnet, hier mein Öffnungsmaß, wo ich hin muss und der erste Arbeitsschritt wird gleich sein, nachdem ich mir hier eine Staubwand hingestellt habe, natürlich das Mauerwerk hier und die Fliesen mit der Mauersäge einzuschneiden und dann schon mal, das passiert von beiden Seiten, weil wir hier ein 24 cm breites Mauerwerk haben und dann bleibt in der Mitte letztendlich nur noch ein kleiner Steg Mauerwerk stehen und dann kann ich das im Nachhinein ganz sauber rausstemmen hier, das Mauerwerk. Und das ist dann jetzt erstmal der erste Schritt. Was wir hier unten noch sehen, ist ein bisschen, ja, nicht kompliziert, aber hier haben wir einen verfließten Kasten, wo wahrscheinlich irgendwelche Rohrleitungen drin laufen. Und von daher gehen wir mit der Tür bis hier auf diese Abkofferung drauf. Das ist dann praktisch ungefähr der untere Abschluss unserer Tür. Von der Höhe wird das in etwa hier laufen, dass ich so 2-3 cm über der Abkofferung dann landen werde. Jetzt geht er erstmal los, der Kampf mit der Folie hier, um mir hier ein bisschen eine Folienstaubwand zu stellen, damit wir das nicht alles so einstauben hier. Das mache ich aber ziemlich einfach. Ich klebe mir jetzt erstmal die Folie einmal grob dorthin, wo ich hin will mit der Staubwand und stelle mir dann einfach ein paar Stützen unter. Dann habe ich da nicht so viel Aufwand mit. Da habe ich hier einfach so eine ausziehbaren Drehstützen und damit klemme ich mir die Folie fest. Dasselbe passiert hier vorne an der Ecke auch gleich nochmal und dann klebe ich mir die Ränder ab und dann ist das für hier schon mal soweit ganz gut. Ja Leute, jetzt habe ich die andere Seite, die wir erst gesehen haben, schon mit der Mauersäge eingeschnitten. Ich hätte euch das von der Seite gerne gezeigt mit den Fliesen auch, wie leicht die Mauersäge durch die Fliesen durchgeht, aber da habe ich vor euch keinen Platz mehr gehabt. Sprich, für die Kamera. Also zeige ich euch das von dieser Seite jetzt mit dem Einschneiden mit der Mauersäge. Hat mir das schon angezeichnet jetzt, mein Öffnungsmaß. Und schneide mir das Mauerwerk da jetzt mal eben ein hier. Ja, und so habe ich mir das jetzt schon mal von beiden Seiten eingeschnitten und das wollte ich euch jetzt noch mal zeigen, welche Vorteile das hat, hier mit der Mauersäge das einzuschneiden. Wir haben jetzt das Mauerwerk, ist 27 cm breit, 24er Stein und mit Putz von beiden Seiten 27 cm, von der anderen Seite in dem Bereich, wo die Fliesen sind, noch ein bisschen mehr. Und ich habe eine Schnitttiefe mit der Mauersäge von knapp 12 cm. Und so habe ich dann
in der Mitte praktisch noch ein Steg von 3 cm ungefähr, der jetzt nicht eingeschnitten ist. Und ansonsten habe ich von beiden Seiten schön die Schnitte. Und wenn ich das Mauerwerk dann morgen rausstemme hier, dann werden wir sehen, wie schön einfach das ist und vor allen Dingen ich hier keine Kanten kaputt stemmen muss und viel nachputzen muss, sondern dass das gleich schön durch den sauberen Schnitt hier erledigt ist. Und das ist eben total klasse mit dieser Mauersäge. So, der nächste Schritt ist jetzt praktisch hier erstmal zu gucken, wie das aussieht mit unserem Sturz hier oben. Der jetzt drin liegt, der wird wahrscheinlich in etwa bis hier gehen. Und dann muss ich natürlich längere Stürze einbauen. Dazu stemme ich erstmal nur eine Hälfte vom Mauerwerk frei, sodass ich nachher 2 Stürze einlegen kann. Einen von dieser Seite und einen von der anderen Seite. Und so mache ich das, ich lasse die eine Seite erstmal bestehen und stemme hier von dieser Seite das frei. Und da kommt dann erstmal der Sturz rein und danach von der anderen Seite. Jetzt gucken wir mal, wie das hier aussieht mit dem jetzigen Sturz. Hier können wir es gut sehen. Mit dem Ziegelsturz hier. Der geht jetzt praktisch, der endet genau da, wo unser lichtes Öffnungsmaß ist, unser neues. Und wir müssen eine Auflage von mindestens 7 cm haben, also in etwa bis hier. Und das stemme ich mir jetzt frei, nehme den Sturz raus an dieser Seite und dann kommt als erstes der so neu wieder rein. Jetzt gucke ich hier auch erstmal auf der linken Seite, wie weit der Sturz da aufliegt. Wahrscheinlich in etwa auch so diese 10 bis 13 cm. Und dann gucke ich mal, wie ich den am besten dort rauskriege, nur die eine Hälfte hier. Hier sehen wir es schon wieder gut. Bis hier geht er genau, so 10 cm liegt er da auf. Und dann gucke ich jetzt mal, als nächstes stemme ich das von unten ein bisschen frei. Und sehe dann zu, dass ich den so frei bekomme, dass ich den da ziemlich in eins vielleicht rausbekomme. Ja, Freunde, so sieht das jetzt erstmal aus für heute. Die Vorbereitungsarbeiten auf dieser Seite sind soweit erstmal klar. Den Sturz eingesetzt und morgen geht es dann weiter von der anderen Seite dasselbe zu machen und das dann rauszustemmen und die Verputzarbeiten. Die kommen dann im Nachhinein. So Leute, nächster Tag. Der Sturz, den ich eingebaut habe hier, der ist jetzt fest. Und das Erste, was ich jetzt hier mache, ist die Mauer oder besser gesagt das Mauerwerk hier runterzustemmen, damit ich mich hier freier bewegen kann. Und dann nachher die weiteren Arbeiten da machen kann. Also das mache ich jetzt mal als Erstes hier. So, jetzt habe ich das soweit runtergestemmt und jetzt will ich euch mal eben zeigen, wie das Ganze von der anderen Seite aussieht. Wir haben ja hier jetzt die komplette Türbreite und von dieser Seite den Sturz eingesetzt. Das hatte ich euch ja soweit gezeigt. Und dann haben wir es hier auf der Rückseite genauso, habe ich das hier gemacht, dass ich den alten Sturz rausgestemmt habe. Das habt ihr ja gesehen. So, und das ist jetzt das Prinzip, was ich euch schon erklärt habe. Dadurch, dass ich jetzt diesen Sturz hier eingesetzt habe und der fest ist, konnte ich auf dieser Seite jetzt hier den alten Sturz rausnehmen, ohne irgendwie das obere Mauerwerk hier abfangen zu müssen. Das ist eben der Clou dabei. Wir sehen, dass die Steine, die liegen hier auf dem neu eingesetzten Sturz schon auf und der hat die dann jetzt eben schon getragen. Ja, nur ist es
einen Morgen später praktisch. Einen Tag habe ich den trocknen lassen und hier sehen wir jetzt auch gut, wie weit ich den Mörtel von der anderen Seite mit der Fugenkelle durchgedrückt habe. Also so gut zu 3/4 der Sturzbreite habe ich da erwischt und den Rest, den mache ich dann jetzt gleich von dieser Seite einmal, fug das hier mit zu. Und das ist eben das System hier, was das so ziemlich einfach macht, dass man das ohne Abfangung hier so machen kann. Hier bei diesem Mauerwerk ist noch ganz gut, dass das ein Ytongstein ist, also ein Kornbetonstein, der leicht zu stemmen geht. Und so sehen wir hier schon, habe ich jetzt nämlich das Auflager mir für den neuen Sturz schon gleich schön passend hingestemmt. Hier auf der rechten Seite genauso. Und das ist dann jetzt eben der nächste Schritt, dass ich den Sturz jetzt hier einbaue und dann nachher abschließend die Verbotsarbeiten mache und den Schutt noch runterschleppe. So, jetzt will ich euch mal eben zeigen, wie das aussieht mit den fertig eingebauten Stürzen hier. Einmal den hier von dieser Seite, das haben wir gestern schon gemacht. Und jetzt gehen wir mal zur anderen Seite rüber und gucken uns das hier an. Da sieht es fast ganz genauso aus. Sturz eingelegt, schön vermörtelt ringsum alles. Und was jetzt noch folgt, ist einmal den Schutt runterschleppen und die Verputzarbeiten dann eben an den Stürzen von beiden Seiten. Und dann haben wir es hier auch schon geschafft wieder. So, jetzt wollen wir mal eben hier den Sturz verputzen. Was machen wir da wieder als erstes? Erstmal wieder nass machen, damit wir vernünftig Verbund zwischen Stein und Mörtel bekommen. So, hier beim Anputzen jetzt den Mörtel schön an die Kante hier vom alten Putz oben andrücken, damit das da auch richtig hält. So, bleibt der jetzt da. So, jetzt wischen wir hier noch ein bisschen mit dem Schwamm die Ansätze nach. Und dann ist die Seite hier schon mal soweit verputzt und fertig. Das Mikrofon ist leider nicht an. Wenn dir das Video gefallen hat oder hilfreich war, lass mir gerne ein Like da, kommentiere dieses Video und abonniere meinen Kanal, damit du nicht verpasst, was in der Altbausanierung so los ist.